herzlich willkommen bei unserem gemeinsamen Spiel Medieval Dynasty. Heute haben wir die 165. Folge am Hals. Eigentlich eine schöne Sache. Wir haben viel Spaß hier schon gehabt, wie das erlebt. Und wir wollen jetzt erstmal schauen, dass wir uns Geld holen. Genau. Wir brauchen ungefähr 10.000 Geldeinheiten. Na ihr Nasen. Hallo, grüß dich, Wilhelm, mein Freund. Hallo. So, lass uns mal ein Glückspfennig geben. Vielen Dank. Was beschäftigt dich? Größer. Du darfst noch auf keine Bäume klettern. Okay, bis guter Mann, schön, mein Freund. Farewell. Du Kurzer. So, wir haben noch eine Geldmünze. So eine merkwürdige Münze, haben wir jetzt schon 5. Okay, hol mal rüber. So, das wollen wir alles verkaufen. Wir haben hier, wir brauchen glaube ich so ungefähr, wenn wir kleine Pferde holen. Ach, wisst ihr was, wir nehmen einfach mal, nehmen wir das ganze Geld mal mit. Ja, machen wir das so. Wir können nämlich jetzt hingehen und können Pferde in der Endstadium, ja, große Pferde holen. Wir können aber auch schauen, dass wir bei den Pferden so kleine Fohlen holen. Das würde eigentlich schon sinnvoll sein, ne? Okay, dann haben wir was getrunken. Und essen tun wir auch noch was. Essen haben wir noch was dabei, ne? So machen wir, was wir kaufen wollten, ne? Genau. So, lass uns mal erst was essen. So, wo haben wir den Esel hingestellt? Das war, glaube ich, die G-Taste, ne? Ja, er kommt uns entgegen. Du bist kein Esel. Du bist der Bonemira. Wo bist du? Wo bist du, Mächter? Ah, Esel. Ist er schon so nah? Esel. Ah, so ein Esel ist schon so eine Sache. Wo ist der Esel? Ah, haben wir den hinten hingestellt? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir ihn hingestellt hatten. Ja. Und wir haben ein kleines Problem. Wo ist unser Esel? Hallo Esel. Warum sagst du nichts? Ich hab dich gerufen, Mächter. So, wir müssen nach Hornika. Hier oben drunter bekommen wir unseren Esel. Das heißt, 1000 Meter Hoppele. Und lass uns mal hoppeln. Da haben wir das Problem, dass da Wölfe sind. Und die können natürlich ein wenig ungünstig zu uns sein. Okay, und wir wollen mal schauen, was passiert. Nehmen wir mal kurz die Abkürzung. Interessant, ob das grammatikalisch richtig ist. Wir nehmen kurz die Abkürzung. Ja, die Abkürzung wäre schlechter. Also, Kompromiss, wir haben was Gutes gemacht. Ja, wir holen 2 Fohlen. Okay, das machen wir. Denn dann können wir nämlich Pferde züchten. Dann warten wir halt, bis die Pferde größer sind. Da müssen wir ein bisschen mehr um Tierfutter kümmern. Genau. Und mit dem Tierfutter jo, ist unsere Zucht natürlich ein bisschen besser. Na du Vogel, dein Bruder habe ich vorhin bei der großen Erfinderin ein wenig ungünstig behandelt. So, hoffen wir mal, dass hier keine Wölfe oder sowas sind oder wie sind da. Wir haben schon mal ein Problem, dass wir einen Dachs haben. So, hier ist nichts zu finden, kein altes Fahrzeug oder irgendwas, was jemand verloren hat. Wir reiten ganz gemütlich und langsam hier hoch. Wir haben ja keinen Stress. Ausnahme, dass die Jungs und Mädels da unten schon wieder irgendwie Probleme haben. Oben links geht schon wieder los. Und dann so. Noch 420 Meter ungefähr. Okay, Hornika. Ah, da müssen wir jetzt rechts hoch, ne? Ne, das ist Denika. Okay, hier vorne sind so Elche. Und da ist noch ein Elch.
Nee, das ist ein Hirsch. Du wurdest eben zum Hirsch. So, 300 Meter. Ja, dann müssen wir später einen Sattel herstellen. Und jetzt haben wir ein Problem hier lang. Ich habe das Gefühl, wir haben Wölfe am Hals. Ein Geräusch her. Oh, Honecker geht hier lang. Glück gehabt, weil die machen auch so kleine Esel kaputt. Na du Hirsch, ich mach dir nichts. Du Hirsch, mache ich dir auch nichts. Oh, das ist ein Dachs, gut. Ein kleiner Wolf. 190 Meter, das passt schon. Ein bisschen angenehmer als zu laufen, würde ich mal sagen. Ne? Und hier rüber. Ja. Es dürfte eigentlich, so war uns irgendjemand hilft, nichts mehr passieren. So. Du stehst da unnötig rum, mein Freund. Ich fahre nicht mit dir. Ich hab mein Eselchen. So, einen wunderschönen guten Tag in Hornecker. So. Da vorne ist so eine Wohnenangelegenheit. Das heißt, hier werden wir den Esel mal ein bisschen parken. So. Mal schauen, ob ich am Brunnen auch was trinken kann. Radogost. Was stehen möchte ich nicht? Hallo Norberta. Kann ich dir was helfen? Oh ne, ich möchte, was geht denn hier vor? Ah, ich habe im Moment keine Zeit. Nein, Wölfe machen wir nicht. So, ich will Pferde. Wo sind die? Pferdchen, hallo Pferdchen. Großes Pferd. 10.500. Haben wir hier zwei Fohlen? Och, Sabir, du hast keine Fohlen. Ah, doch, ja. Och, ist das schön. Ein schwarzes und ein braunes. Ein Weibchen? Okay, das kaufen wir. Okay, kaufen, Stall und wir haben unser erstes Pferd. So, jetzt haben wir noch das Mädel dazu. Hallo Mädel, du kommst auch noch zu uns. Und damit könntet ihr später ein wenig Kinderchen machen. So, wir nehmen ein paar die Zweige noch mit. Wir haben jetzt zwei Pferde, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Futter. Leute, wir brauchen Futter. Ja, genau. Was ist denn hier los? Bist du eine Verkäuferin? Nee. Ich möchte noch ein bisschen was verkaufen. So, du bist auch kein Verkäufer? Oh. Anderen Berater hatten wir eben schon. Ah, da hinten. Ah. Komm, mein Freund, pack mal. Pack mir mal kurz deine Ware. Okay, da hatte ich solche Sachen wie... Oh, das ist bei uns noch nicht so interessant. Okay, lass dir mir erstmal was verkaufen. Na, okay. Weg, komm. Die Holzdöppel weg, die Holzschalen. 50 Hopfen, Hopfen. Und die Gürteltasche weg. So. Warte mal, abbrechen. So, halt. Er hat nicht mehr genug Geld. Ah! Das ist nicht gut. Okay, mach's doch mal gut. Du pleite Mensch. Ich nehme mal die Zweige noch mit. Ihr wisst, wir brauchen sowieso Zweige. Noch jemand, der... Ah, da vorne ist auch Händler. Ah, Leonard, mein Freund, was hast du für ein Problem? Zeig mir mal deine Ware. Ein Sattel. Hufeisen, wir brauchen nur ein einziges Hufeisen und wir brauchen einen Sattel und eine Satteltasche. Dann schauen wir mal, was der uns, der hat 1200 Geld anreiten. Da wollen wir mal gucken, was man da von dem hole. Er ist schon wieder pleite. Okay, wir haben 3000 Geld anreiten, das heißt... Wir könnten uns erstmal schon mal den, können wir den Sattel eigentlich herstellen? Ach komm, Sattel haben wir einer, erledigt.
Dann holen wir uns eine Satteltasche, eine große Satteltasche natürlich, wenn schon. Ja. Und ein Hufeisen. So, dann sind wir eigentlich schon mal hier fertig. Holen wir noch ein bisschen Tierfutter. Genau. Nehmen wir noch so mit 14. Und jetzt kriegt er von uns wieder ein bisschen was. Was haben wir noch für eine Beere kann er haben? Dann Sattel kriegt er nicht, die Schuhe. Da haben wir keine, also nicht die angelegten. Wunderschön. Die Schöpfkelle. Der Leinsamen, er hat noch genug Geld. Das holen wir von uns, von ihm. Die Stöcke behalten wir. So, was können wir noch verkaufen? Haben wir es übersehen? Nee. Fackel, kann er auch noch haben. Wir haben noch eine Fackel. Behalten wir mal. Das gebratene Fleisch kriegt der. 20. Gürteltasche, Satteltasche, Holzhacke, Hufeisen, kleine Gürteltasche. Die kann er beide haben. So, jetzt haben wir wieder 2600 Geldeinheiten. So, in mach's da mal gut. Wir haben ein neues Level in der Diplomatie. Gucken wir mal Fertigkeiten. Was für Fertigkeitspunkte gibt es denn da wieder? Erfahrung Diplomat. Was haben wir noch? Romeo. Was haben wir noch hier? Das hört sich auch gut an. Bessere Preise, ne? Kreative Buchhaltung. Oh, das ist gut. Heute ein Seminar gegeben in Sachen Bilanzen. Kreative Buchhaltung. So, Landwirtschaft, da haben wir ja schon ein Problem. Wir haben kein Material. Was sollen die herstellen? Weizenkorn, das ist ja Blödsinn ist. Die sollen jetzt erstmal Dünger herstellen. Aber da können wir nichts machen. Lass uns Dünger herstellen. So, damit ist das Problem gelöst. Und das Problem ist der Esel, wie immer. Der war am Brunnen. Wo ist der Brunnen? Ja, am Esel. Nein, nicht am Esel. So, mal. Bin mal gespannt, wie die Pferde aussehen. Genau, das brauchen wir auch noch, eine Schenke. Ne? Ah, das ist schön. So, Brunnen, Brunnen, Brunnen. Das müsste die andere Richtung sein. Schätze mal, wir haben ein Orientierungsproblem. Ne? Eigentlich ein schönes Dorf. Ne? Wenn man so anschaut, eigentlich hübsch, auch eine schöne Lage. Da müssen wir auch mal dran gehen. So, mein Freund Esel. Es geht heim. So. Das tun wir entfernen. Und schauen wir mal, dass wir nach Hause kommen. Mal gucken, was die Pferde machen. Lass uns mal den Daumen drücken, dass wir auch jetzt auf dem Rückweg keine Wölfe haben. Mich dann die Frage, wenn man den jetzt abstellt hier und sein Eselchen, was dann passiert. Okay, wir reiten mal, Essen kriegen wir immer noch voll. Die hatte mir das Problem, dass wir, und glaube ich Wölfe waren, so die Kurve nicht bekommen. Fuchs, der Fuchs macht uns nichts. So, lass uns hier langsam reiten, dass wir im Fall des Falles die Ausdauer haben. Das ist noch nicht schlimm. Ups, wir gesehen, das Reh hat uns gerammt. Das ist ein Rambock. Ein Ramreh. Ja, okay. So, Gostovia nach rechts. Wir müssen noch einen Namen für unseren Ort aussuchen. So, hier gerade runter, ne? Hier haben wir einen Wolf. Und jetzt schnell. 2-3 Wölfe. Wir haben schon ein bisschen Pferd erwischt, den Esel erwischt. Schauen wir mal, ob wir davon kommen. Ich bin da fit. Okay, hier runter. Mal gucken, dass der Esel ein bisschen wiederholen kann. Okay, die Wölfe sind weg. So, ein bisschen verletzt ist er, glaube ich, aber nur wenig. Okay, Glück gehabt, 3 Stück auf einmal. Ist auch irgendwie ungerecht, ne? So 3 Esel, Quatsch, 2 Wölfe, so kriegen so kleine Esel. Mein Freund Esel, du bist heil geblieben.
irgendwann mal eine Quest bekommen, wo wir Wölfe jagen müssen. Und uns dort oben ein wenig umsehen. Wobei die wahrscheinlich uns eher jagen als wir die. Das rufe ich nach Anti-Links. Mhm. Noch mit? Jawohl. Hat's geklappt? Nein. Okay, ich bin mal gespannt, wie die Fädchen aussehen. Wir haben ja zwei Leute im Stall, das sollte klappen. Okay, haben wir mitgenommen. Wir haben mehr Felder als die Großstadt Kostovia, ne? Wenn man so anschaut. Ah. Die Äste dann mitnehmen können. Obwohl, wir haben ja die Äste umgestellt, wenn man so richtig erinnern. Und dann müsste jetzt normalerweise viel mehr Äste holen. Ja, gut, schauen wir mal. Kommt Ankunft, kommt Ast. So, ob unsere Pferdchen schon da sind? Wahrscheinlich. Bitte. Und wir hopfen. So, Stall. Das ist der Esel. Lass uns mal absteigen. Und noch Satteltasche öffnen. Genau, das Sattel rüber. Und dann kommt das hier rein. Den Sattel. Den gleichen Sattel. Sattel. So. Ein Esel, zweiter Esel. Und natürlich wieder viel Schmutz, wie immer. Müsst ihr so viel Schmutz machen, ihr Esel? So. Damit wäre das schon mal vom Tisch. Jetzt gucken wir mal an, wie unsere Pferde aussehen. Das müsste hier, die müssten dann hier dran sein. Oh, da sind sie schon. Hallo, ihr zwei. Ja, ja. Alles okay? Das ist schön. So, füllen wir mal diese komische Raufe. Die ist gefüllt. So, mal schauen, wie ihr da Haut macht. Ihr habt auch einen Platz. Meine Freunde, ihr könnt euch dann hier austoben. Ja, da habt ihr auch noch einen Auslauf, also sagen wir so, so klein ist es jetzt auch nicht für euch, ne? Und ihr seid noch kleine Pferde. Okay, wir haben zwei Fohlen. Und ein bisschen Geld haben wir auch, weibliche Männchen, also weißt du schon. So, wollen wir noch was gucken bei den Tieren. Bewaldung, Tiere. Essbares Quatsch hier, Tiere. Hühner hat sich noch nichts verändert. Ein Hahn, zwei Händen, alles gut. Ein Gans, ein Ganter, Nummer zwei. Wutze haben wir hier. Okay, dann muss ich mal gucken, wenn der größer wird, verkaufen wir den. Zwei Pferde und zwei Esel. Die sind 0 Jahre alt. Wie soll denn das gehen? Gut, anderes Thema. Hier ist alles im Lot. An der Scheunentierhaltung haben wir im Fersch Produktion nichts eingestellt. Ja, was soll man einstellen? Wir haben noch Viecher da drin. Und Kühe und Ziegen, gut, dann können wir gucken. Dass wir bei Gelegenheit mal so zwei Ziegen besorgen. Okay, dann lass uns mal. Ja, das ist das Einzigste. Wir brauchen noch zwei Ziegen. Okay, lass uns jetzt mal hier gerade die Stöcke weglegen noch. 1250, das ist okay. Dung weg. Den Tierfutter rüber. Die Stöcke rüber, das ist gut. Können wir gleich wieder Geld gucken. Hier haben sich die Eimer ein bisschen verbessert. Dünger, Dung, das müssen wir schon wieder aufpassen. Es wird schon wieder enger, ne? Das ist interessant. 120 Bretter. Autsch. Gut. Holzstämme haben wir wie viel? 74. Okay, das läuft ein bisschen normal. Kalksteine. Haben wir noch irgendwo einen Holzhammer? Wir haben einen Holzhammer. Ihr wisst, Holzhammer haben wir. So, rüber damit. Und Holzhammer auf die 1. So, 1. Und aber putzen.
Wo hatte man angefangen? Auf der anderen Seite. Die sind alle verputzt, dann kommst du jetzt dran, Chef. So, dann haben wir das A. Kommen wir von außen nicht dran, die wird auch noch verputzt. So, 20, das kann sogar klappen, dass es ausreicht. Ah, da oben haben wir, ich weiß nicht, die Rückseite, schauen wir mal. Ja, das reicht natürlich nicht. Gut. Eine Autosave und wir waren im Wasser. So, also das ist nicht ganz fertig, aber wir sind schon mal wieder einen Schritt weiter. So, dann würde ich sagen, legen wir uns mal gerade in die Kiste. Guck mal, wie viel Geld wir jetzt wieder haben. Da steht ein Hof oben, ist noch den Sattel und das Ähnliche gerade zurücklegen, dass unsere Pferdespieler was haben. Okay, wir haben hier noch drin Münzen 3000. Wo 6, da haben wir schon wieder 5600. Alles gut. Und wir schlafen. Bis zum nächsten Tag. Guten Morgen, meine Schöne. Ich mach dir mal ein bisschen warm. Halt, bleib mal stehen. Der Schluck, ich kann teilen. Prost, ich hab immer durch. So, wie steht denn mein König raus? Das ist alles problemlos. Was beschäftige ich im Moment? Großartigste Erfindung. Wein. Okay. Gut, meine Schöne, mach's dann gut. Wein ist für die der großartigste Erfindung der Welt. Also, irgendwie hat meine Frau ein Alkoholproblem. Okay, also hier. Ja, wir brauchen später einen Platz für eine Mühle. Hier haben wir das Hopfenfeld angelegt, wäre die Frage. Ja, wir brauchen noch ein paar Obstbäume, die passen leider nicht hier rein. Okay, das ist ja alles dann in der Mache, das kommt. Ah, das ist Hafer. Okay, ist die Frage, ob wir da oben auch noch eins anlegen können. Wisst ihr was, wir legen da oben auch noch ein Feld an. Genau, das machen wir einfach mal. Was passiert, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Es geht um die den Abstand zur Scheune. Da machen wir hier etwas, was uns hier ein Feld gibt. So, lass uns mal schauen, ob wir schon mal sehen, ob das Feld noch einigermaßen gut ist. Feld 12. Naja, gut. Dann würde ich sagen, macht schon Sinn, ne? Okay, dann düngen wir das mal schnell. Bei Enz halt, bevor wir irgendwas machen. Ton holen wir noch rein. So, und das müssen wir auch noch wegleeren. Haben wir nichts mehr? Nein. Wir brauchen eine Schaufel. Haben wir eine Holzschaufel? Holzschaufel. Schaufel haben wir. Nur noch eine. Oh, das ist schlecht. Lass uns mal kurz eine Holzschaufel herstellen. Weil die Leute in der Werkstatt bzw. oben im Graben brauchen ja auch so Dinger. So, da haben wir die bearbeitet. Und clevererweise legen wir nur neun zurück. Den Holzstamm auch weg. So, wir haben eine Holzschaufel, die packen wir mal gleich auf die Leiste. Inventar. Auf die 2. Warum drücke ich dann die 3? Naja. Okay, ist auch nicht zu helfen. So, hier ist alles okay. Wieder. Hier wird der Tier wieder. Haben wir das rübergelegt, ja. Also wir haben natürlich ein Problem in Zukunft. Ne? Wir brauchen mehr Tierfutter. Okay. Aber wir haben keine Hafer. Okay. Wir holen jetzt mal den Ton rein. Oh, hat ihr Krach gemacht. So.
Wir müssen nochmal Geld in die Hand nehmen. Musst du durch den Dreck laufen? Okay, wir haben schon wieder 3 Aufgaben. Dass wir so wenig Tierfutter haben. Naja. So. Na, Schweine, Pferde, Esel und ähnliches, die brauchen halt ein bisschen was, ne? Gut, dann verkaufen wir nachher was und ja, Tierfutter müssen wir irgendwo riesengroße Mengen erstellen. Genau. So. Und noch was? Noch irgendwo? Ja, hier. Und wir haben hier so ein komisches Geruchempfinden unten links. Nehmen wir mal den Stock zuerst. Nochmal. Wir haben 2 Fohlen. Das nennen wir dann Fohlen 1 und Fohlen 2. Genau. So. Und noch eins. Ist erledigt. Dann haben wir das. Haferkorn haben wir, kennst du, ne? Und Haferkorn. Langsam haben wir noch 771. Ja, können wir doch eigentlich, ja, können wir gleich herstellen lassen. Flakon. Haferkorn ist nichts mehr da. Schlecht. Kalkstein 2 Stück erlaubt. Was haben wir einen Ton? Da haben wir 26. Das wollen wir ein bisschen vergrößern. Den Stock rüber. Ja. Okay, wisst ihr was? Dann machen wir in der Scheune das Folgende. Wir lassen uns mal in der Scheune nicht nur Scheune. Genau. Landwirtschaft, Landwirtscheune. Da haben wir jetzt so viele Leute drin. Die Stück. Das ist eigentlich unnötig, ne? Egal. So, dann lass uns wieder ein paar Leinsamen herstellen. Wir haben Flachshalm, ne? Also bringt ja auch nicht viel. Und Tierfutter. Fehlt uns Haferkorn. Okay. Das ist nicht gut. Okay. Wir haben noch 3 Probleme. Ja, was fehlt? Ist schon wieder ein Messer. Na ja, klar, Messer. Ne? Messer fehlt. Okay, lass uns mal Messer herstellen. Mensch, dann holt doch so einen Stein raus und stellt euch dieses blöde Messer selber her. So, wie viele Stöcke haben wir? Stöcke. Oh, 69, gut. Ein bisschen hat es was gemacht. So, und die Stöcke noch raus. So, herstellen. 6 Steinmesser. Und dann springen wir schnell in die Badewanne. Oder warte mal, wir legen die mal gerade hier rein, schon die Steinmesser. So, dann ist das für die nicht so problematisch. Können sie schon anfangen zu schaffen. Ich mag diese Federmeldung da oben nicht. So, und gehst du ein bisschen schneller? Machst du ein bisschen schneller? Ja, komm. Und dann lassen wir am besten in der Nähstube. Ja. Dann gehen die Nähstube, stellen wir auch noch was ein. Nähstube, das ist alles erledigt. Hier haben wir noch was. Dienstleistung, was fehlt denn da schon wieder? Marktstand, was brauchen die? Dünger können sie keiner verkaufen, das ist okay. Das macht mir auch gar nichts aus. Dünger tun wir auch im Moment keinen verkaufen, mal im Moment. Aber wir können noch ein bisschen mehr. Mal gucken, was wir noch verkaufen können. Wir haben noch Rennholz, 174, tun wir ein bisschen mehr verkaufen.
Rockenkorn bleibt dabei. Oh, brauchen wir nicht so viel. Ne? Machen wir auf 20 hoch. Dumm behalten wir jetzt mal. Wir haben Bretter, Leder. Nee, die behalten wir. Wir hatten vorhin so viele Bretter gehabt, ne? Können wir die ja auch verkaufen. Also es sind Alphabet ist natürlich schade. Ein paar Holzschale. So, 19%. Und was haben wir noch so viel? Auf keinen Fall hier für Augenmerkheit. Leute, wir holen uns jetzt auf jeden Fall noch Hafer. Ich will, dass unsere Tiere sich verabschieden. Flachsheim. Lass mal diese Flachsheim verkaufen. So, 10%. Das tun wir gleich herstellen. Stroh noch ein bisschen. Machen wir 20%. Noch was? Mohnsamen 2, 3, 4, 5%. Weizenkorn 5%. In Leder stellen wir gleich was her. Dünger behalten wir. Ach komm. Setzen wir das mal auf 19. Oder auf 30. So. Erledigt. Wir haben gesagt, komm, wir laufen ein paar Meter. Nee, an der Stelle. Wir stellen gerade noch so ein paar Säckchen her. Weil mit dem, wir haben sehr viel Leder. Und Leder, Leder, Leder. Leder. Mal gucken mal hier. Theoretisch können wir jetzt hier mal gucken, was kann man in Leder alles herstellen. Halt ihr Stusche. Wenn wir gerade Part noch, ne? Komm, ab. Wie das so schnell geht, Katzenwäsche. So, mal gucken, mal kurz hier dran. Lass mich nur kurz dran, du Nase. Leder. Dann brauchen wir wieder eine kleine Gürteltasche, können wir herstellen. Was können wir noch herstellen? Zwei. Wir können ihnen den Auftrag geben, kleine Gürteltaschen herzustellen, aber das Problem, dass er natürlich dann hier wieder Stöcke braucht. Ja, 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 ja. So. Okay, was brauchen wir noch? Kleine Gürteltasche. Gut, das lassen wir mal gleich sein. Okay. Dann können wir schnell 40 herstellen. Aber okay, das geht relativ schnell. Ich würde sagen, da hole ich euch beim nächsten Mal wieder dazu. Aber das macht wenigstens, wenn ihr jetzt noch mit entsprechend bei der Produktion zuschaut. Gut, dann bis später und ich melde mich beim nächsten Mal. Vielen Dank. Das ist